Auf nach Paris! Für den Alkohol, yo! Das ist ein bisschen so weit vorne, oder? Egal was ist, wenn ihr böse werdet, ich schnapp mir die Waffe. Dann mache ich hier Alpha. Es war einmal ein... Yo, Mann, was machst du hier für eine Scheiße? Lass mich doch hier die Geschichte erzählen, Mann. Wie ich der krasseste Überlebenskünstler geworden bin, yo. Yo. Hallo. Hallo, Mann. Ja, genau so hat's angefangen. Was ist hier los? Es ist eine Fügung des Schicksals. Nein, ist es nicht. Ich bin gerade hier aufgewacht. Wo sind wir? Ich bin hier wach geworden. Das Einzige, was ich dabei habe, ist ein bisschen Essen, Trinken, eine Fackel, warum auch immer sie brennt. Und ein Buch. Und, wie soll ich sagen? Meine Nasenflöte. Alles, woran ich mich erinnern kann, dass ich den Sportunterricht in der 6. Klasse unterrichtet habe, Boxspringen geübt habe und durch 0 geteilt habe und auf einmal lag ich im Koma. Und jetzt bin ich hier und ich bin nackt. Ich bin auch nackt. Eine Information, die eigentlich nicht wichtig ist. Weiter. Wie heißen Sie überhaupt? Ich bin der Jupp. Alle Jupp. Angenehm. Ey, da ist irgendwas im Haus. Er schreit mich an. Warte, ich komme. Nein. Was macht das denn für Geräusch? Wer ist denn da? Ist das einer deiner Schüler? Der sieht aus. Saskia? Oh Gott, das ist Saskia aus der 8a. Gehen Sie weg. Die hat übelst Mundgeruch. Gehen Sie weg. Die sieht aber nicht mehr so ganz gesund aus. Irgendwas ist da nicht richtig. Warum hat sie so viel Blut im Gesicht? Das ist normal bei der 8. Klasse. Sport. Die schlägt mich. Saskia, jetzt reicht's aber. Hier, wenn... Ich gehe in die Hütte. So, jetzt reicht es. Machen Sie es gut mit Saskia, yo. Da sind auch hier keine Sportschüler. Da sind Zombies. Wieso hast du eine Waffe? Warum hast du einen Bogen und wer bist du? Ich bin Tagero. Wer bist du? Justin. Yo, was geht? Zieh nicht auf mich, das mag ich nicht. Leute sind aber auch, also ganz ehrlich, da gibt man sich Mühe, durch den Wald zu laufen, ja, sich potenzielle Gefahren entgegenzutreten und dann... Also, die einzige Gefahr, die da ist, bist du mit der Waffe? Ich hab einen Bogen. Pass auf, hinter dir. Wird da nicht zu nah heran. Obwohl, geh mal näher ran. Ich soll ein bisschen näher rangehen. Warum? Dann wird er mich auf... Stimmt nicht. Der will mich auch aufessen. Hier, meine Keule, Mann. Deine Waffe ist ja nicht mehr geladen. Ja, ich sollte eine Munition dafür haben, wenn ich... Ich hab eine Waffe, okay? Ich kann Leute damit bedrohen, aber... mitkommen, scheinst du okay zu sein, trotzdem. Okay, ich folg dir, Mann. Also, hast du einen blassen Schimmer, wo Norden ist? Im Osten geht die Sonne auf, im Süden wird sie oben stehen, im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. Du bist fucking intelligent, Mann. Dankeschön, pusht mein Ego. Da unten ist noch jemand. Er schlägt auch den Typen. Ich helfe dir mal. Du kannst doch nicht jedem vertrauen, Mann. Warte, was? Du vertraust mir doch, oder nicht? Ja, pass. Ja, pass auf. Die Waffe ist geladen. Komm nicht so nah. So. Geladen und entsichert. Warum hast du Kleidung? Gehen Sie mal die Straße da. Sehen Sie da, wo das Bootshaus ist? Sie das da? Ah. Gehen Sie die Straße entlang, dann finden Sie eine Mall, da ist Kleidung drin. Und dann gehen Sie die Straße in die Richtung entlang und da sollten Sie, glaube ich, über eine Brücke kommen. Und hinter der Brücke ist ein Kleidungsladen. Auf Wiedersehen. Glauben wir diese Information? Ey, das ging ja einfacher, als ich dachte. Ja, tun wir leider. Da habe ich dich ja gefunden.
Nee. Doch. Nee. Ja, wenn ich mitgemacht habe. Jo. Wer sind diese beiden? Das ist mein schwachsinniger Bruder. Hast du jemanden aufgerissen? Hä, was heißt aufgerissen? Das ist Lucy. Kannst du dich nicht mehr an Lucy erinnern? Jo, ist das Steve, jo? Das ist Steve. Das ist Steve. Guten Tag, Steve. Hey, wer auch immer du bist. Guten Tag, jo. In Ordnung, er wollte mich nicht ausrauben. Hast du mich gerade behindert genannt? Bin ein wenig unsicher um Waffen herum. Aber ich hab Essen. Vielleicht um die Stimmung ein wenig aufzuhellen. Okay, Leute, wir haben ein kleines Problem. Draußen wird's dunkel und wir haben keine Tür. So, Aiden, mach dich mal nützlich und hol mal ein bisschen was, um dass wir eine Tür bauen können. Wer ist Aiden? Justin. Wie Justin? Hast du schon wieder angefangen, hier falsche Namen zu benutzen? Vor ein paar Stunden wurde mir gesagt, Justin. Ja. Ja, Aiden erzählt immer so einen Quatsch, brauchst gar nicht auf ihn hören. Ich höre hier irgendwas rumgrummeln. Ja. Ich schwöre, ich hab gecleant. Hat jemand Hunger? Von wegen, du hast alles geklärt. Ja, wieso sind hier oben solche Oh mein Gott, hier ist ein halber Mensch. Oh. Oh. Oh, ich sehe ihn gerade, er kommt zu mir. Lucy? Mach bitte die Tür für... Aua! Ja, die Tür macht mich fertig, keine Sorge. Ab diesem Moment ist mir klar geworden. Ja, wir machen gerade ein bisschen Stich hier oben. Ich versuche hier unten so einen halben kaputt zu hauen. Okay, er ist down. Alles gut. Dass Lucy keine Scheu hat, jemanden umzubringen. 2 hours later. Wer ist das? Komm her, Bro. Ganz komische Geräusche hier aus dem Wasser. Halt sie in Ehren. Du hast mir jetzt eine Waffe gegeben? Bist du des Wahnsinns? Ja. Wenn ich Zutaten habe, kann ich bestimmt etwas kochen. Kannst du dir auch laden. Alles ist besser als das. Ihr streitet aber nicht schon wieder. Wir streiten subtil. Wir haben Besuch. Von wem? Wir haben Besuch. Ja, wer bist du denn? Oh, mein Name ist Larry.